Inseltypen. Rügens zweitbester Podcast. Mit Krücken-Johnny und Sprachfehler. Moin, ihr Typen dieser Insel, zu einer neuen Folge von Inseltypen. Rügens zweitbester Podcast. Und mir gegenüber sitzt die kleine Zuckerschnute Jan A. Freier. Ah, wenigstens mal was Nettes sagst du zu mir. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich jedes Mal eine andere Begrüßung haben möchte. Und ich wollte dich gerade mal richtig begrüßen. Ich habe dich schon, habe ich den Jens gemacht? Nee, hast du nicht. Nee. Aber wir machen weiter. Ich kenne das mehr auf die Begrüßung. Nein. Gut, dann machen wir weiter. Ich habe Durst. Kommen wir zum Aufnahmegetränk. Jetzt schon? Das Aufnahmegetränk. Romy hat heute gekauft. Ich habe heute echt lange gearbeitet. Ich hatte es nicht vergessen. Ich wollte. Ach, der Feuerherr war mal arbeiten? Ja, bei der Post. Es hat Spaß gemacht. Und deswegen gibt es heute echt was Schäbiges. Aber wie geil. Es gibt Jack Daniels. Ich glaube, die hat meine Frau sich gestern reingejagt. 2-3 Stück oder so. Alter. Kann Jack, das sein? Ja. Jack Daniels Cola in der Dose. Und diese Mischungen sind hammerhart, wirklich. Wie hast du davon mit? Ja, für jeden 2. Also von uns, für uns 2? Ja, für jeden 2. Okay. Ja, die Frauen haben da eine Flasche Wein stehen. Ah, okay. Ich habe mal auf dem... die hier bei uns steht. Ach so, ja, können wir ja nachher rübergeben. Ich wollte gerade sagen. Ich habe mal auf dem Konzert... da war ich noch bei der Bundeswehr in Brandenburg, hat Romy mich abgeholt und haben uns die Beatsteaks in Rostock angeguckt. Kennst du Beatsteaks? Das ist ein Konzert? Das ist eine Band, ja. Beatsteaks. Ah, okay. Richtig, Beatsteaks geschrieben. Von denen lege ich auf die Liste... Medium? Hand in Hand. Ja, auch gerne. Ich habe jetzt vorgestern gerade eine Steakpfanne gemacht, aber das Rezept verrate ich dir später. Die war wirklich gut. Guck zu Romy. So mit Parmesan oben drüber und noch und so, die war wirklich nicht schlecht. Wir haben jetzt auch von einem Freund oder einem Bekannten, der züchtet selber und schlachtet auch. Und haben jetzt auch heute schöne Rinderpfanne gegessen. Die war auch lecker. Wo kommen die Kühe her? Hier aus der Nähe oder? Ja, also von Vorpommern kann man sagen. Wie heißt du? Sag ruhig den Namen. Das ist interessant. Ralf Borschke. Der schlachtet auch. Das der schlachtet auch, ja. Ne? Der hat Schafe, Lämmer und alles drum und dran. Ja, Schaf oder Lamm esse ich auch gerne, aber da kommt Romy nicht ran. Auf jeden Fall habe ich mir auf dem Weg von Neubrandenburg nach Rostock, das sind ungefähr 90, ja, vielleicht 100 Kilometer, haben wir noch an einer Tankstelle getankt und da gab es 5 Dosen zum Preis von 3. Und hast gekauft? Ich habe mir die 5 Dosen in 90 Kilometern auf 1,5 Stunden oder so, das ist ja Bundesstraße, reingezogen. Auf dem Konzert noch 3 Bier und ich hatte nächsten Tag Appell, eigentlich. Oh. So eine Dose hier, ich glaube, das war damals Gin mit Tonic, habe ich mir das erste Mal geholt, das weiß ich noch, in Berlin, als Dortmund Meister geworden ist. Du bist Dortmund-Fan, ne? Ich bin Dortmund-Fan, ja. Schon eine Weile her. Ich muss nachher noch bei eBay Kleinanzeigen irgendwie eine Dings aufmachen, eine Rubrik Suche neuen Podcast-Partner. Hier regiert der FCH. Weißt du, warum ich einen neuen Podcast-Partner mir auch suchen sollte? Na? Da kommen wir jetzt mal zum... Feedback. Weil mir hat jemand gesagt, wie kann man mit jemandem einen Podcast machen, der nicht King of Queens kennt? Das stimmt nicht. Ich kenne nicht. Ich kenne. Oder nicht mögt. Nicht mögt. Ja, mögen gut. Tun. Ich glaube, bevor wir jetzt weitermachen. Oh, hast du was gegessen? Mhm. Weil ich habe mal ausgerechnet, also anhand der Beschreibung. Pfanne. Ach ja, stimmt, ja. Schnauze. So viel Schnaps ist da drin. Da ist also fast Hälfte der Hälfte mischen. Prost. Jackie Cola. Die gibt es auch mit Cassis und so ein Scheiß. Also wenn noch einer eine Idee für ein gutes Aufnahmegetränk hat, kann er uns gerne mal schreiben. Auf Instagram, auf MySpace, auf YouPorn, per E-Mail. Das alles sagt die Romy. X-Hamster. Das ist auch neu. MyVideo, Clipfish. Romy sagt die Adresse ganz am Ende. Ich soll da nicht mehr vorgreifen, wurde mir gesagt. Oder wenn ihr was habt, könnt ihr uns auch gerne dazukommen lassen. Freier Alkohol ist immer geil. Ich habe eine Frage zu Clipfish. Ja. Die ersten Videos, die ich mir mal angeschaut habe, es waren wirklich die ersten Videos hier von Udo Jürgens, von seinen Konzerten, habe ich immer auf Clipfish geschaut. Mhm. War Clipfish vor YouTube da? Weißt du das? Also ich hatte gerade, vor kurzem, schon ein bisschen länger, die ähnliche Diskussion mit Romy. Ich war zwar kein Clipfish-User, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten, aber ich habe tatsächlich, bevor ich YouTube konsumiert habe, MyVideo konsumiert. Stimmt, MyVideo gibt es ja. MyVideo, ist auch schon weg. Ich habe letztens gerade erst mal geguckt, da kommst du jetzt auf die Seite von ProSieben. Und da YouTube so, war irgendwie überhaupt nichts, hast du auch nur amerikanische Kacke geguckt. Und dann irgendwie ist es dann nachher auch, von so wie man von StudiVZ auf Facebook übergegangen ist, bin ich von MyVideo auf YouTube gekommen. Weil, größere Sache so. Ne? Und alles da, ne?
Ja, und Clipfish, weiß ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, jetzt, jetzt gibt es noch, ne? Irgendwie so ein RTL-Ableger, kann das sein? Weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Wie viel Prozent hat so eine Dose? 10%. Oh. Nee, heute können wir nicht sagen, dass Zustimme von Dr. Stefan Kehrt. Nee, Die weil. hat ein Impfzentrum, nicht ein Impfcenter eröffnet, sondern ein Schnelltestcenter, ne? In Stralsund, die Ja. Brasserie. Ja. Ich habe, eigentlich wollte ich darüber nicht reden, aber auch dazu habe ich einen Text geschrieben. Wir machen kurz mit dem Negativen an und dann werden wir nachher geil, okay? Okay. Ich habe den Landkreis gefragt, ob wir, und das geht natürlich dann auch irgendwie an seinen Tisch, ob wir trainieren dürfen bei den Ostseefahrtfahren. Mit Hygienekonzept, mit Abstand, also auch draußen, in festen Gruppen, weil die Kinder, die sehen, Entschuldigung, Nicht raus. die Kinder sehen sich ja eh in der Schule und mit Negativtest. Antwort ist nein. Warum? Nein. Weil die Schnelltests zu 60% falsch sind? Die Antwort ist nein, mehr nicht. Und da hätte ich schon wieder so derbe ausrasten können, wie er sich schon wieder dahinstellt. Und jetzt haben die irgendwelche. Und das ist der Tod der Gastronomie. Nein, ich reg mich jetzt kurz auf. Lass mich kurz eine Sekunde mich da reinsteigern. Jetzt bilden die von der Gastronomie irgendwelche Leute aus, die eigentlich Kellner oder Köche sind, die dir ein Schnelltestschäbchen in die Nase schieben. Und da oben ist ja auch gleich das Kleinhirn, da wo du mit dem Stäbchen reingehst. Das ist eigentlich nicht so einfach. Und damit rühmt sich dieser Typ. Ich meine, gut, er wird niemanden ausgebildet haben und er wird wahrscheinlich auch kein Geld dahin gegeben haben. Oder vielleicht doch, vielleicht ist es ja auch wieder ein Bekannter von ihm. Vielleicht hat er deswegen auch die Impfung umsonst gekriegt. Vielleicht, das ist eine Vermutung, keine Aussage. Das ist nicht justiziabel. Aber das ist, kann man sich mit sowas dahinstellen und sagen und das als gute und tolle Idee verkaufen, dass anstatt in der Brasserie jetzt geiles Essen und geile Getränke serviert werden, wegen Und einem nebenbei kann erneuten, sich testen. ja, einen erneuten Lockdown und Gesunde testen lassen, ob sie krank sind. Aber ist egal, weil ich möchte mich nicht weiter aufregen, weil 10% so viel wie die Cola-Dose hier hat. So viel Stimmung, Die Zustimmung hat er nicht. Cola-Dose. Ja, Jan, Feedback wollten wir eigentlich, ne? Oder war schon das Einzige mit King of Queens? Ja, und ich sag mal so, also ich will mich auch nicht immer jedes Mal wiederholen. Ja. Also die Leute, die Feedback schicken. Was habe ich gerade gesagt? Feedback? Feedback. 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 Wirkt schon die Wirkt schon, Dose? ja. Die Coca-Cola-Dose wirkt schon. Mhm. Also die immer Feedback schicken, schreiben eigentlich auch immer das Gleiche, kann man Ja. sagen. Genau, es ist irgendwie wie so eine Lobpreisung und ich habe auch keine Lust, immer nur lobpreisend runter zu eiern. Tja, was soll's? Aber weißt du was? Lass mal in Medias Res gehen. Ich habe mir tatsächlich einige Themen aufgeschrieben und als allererstes hast du die OZ die Woche gelesen? Nur. Ja? Also mein Abo macht sich bezahlt, tatsächlich nutze ich das, wie letztes Mal auch schon. Und die OZ hat gerade heute, und da habe ich so gelacht, ich musste irgendwie an eine Scheißhausrallye denken. Achten wir den Toiletten? Ja, die haben eine Wohin Liste geht man? gemacht in den Ostseebädern oder wo man umsonst kacken kann. Aber gehst du gerne woanders kacken? Also ich war lange bei der Bundeswehr. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem damit wie du. Aber Ich gehe gerne zu Hause. ich fand das schon witzig, diese Vorstellung. Die haben das ja wirklich so aufgelistet in den Artikel. In Barbe kannst du da pinkeln gehen, da kannst du kacken gehen in Selin und oben im Norden der Insel, Haben wir wirklich Kacken Altenkirchen auch. geschrieben? Die haben Kacken Ah, geschrieben, mit okay. Sternchen aber, und haben das Gut. da unten erläutert. Annahme der Rede, was Kacken sein könnte. Aber da müsste man noch mal irgendwie eine Scheißhausrallye machen. Der, der die meisten Beweisfotos hat, der in den meisten Toiletten auf der Insel gekackt hat, kriegt einen Preis. Das ist gut. Und OZ bezahlt den Preis. Ja, weiß ich nicht. Was könnte man als Preis da irgendwie 20er Rolle Toilettenpapier, Zeitungspapier? ja. So 20 Rollen. Aber wie sind denn die Regeln da? Also nicht, dass einer noch was abnimmt und dann ins nächste Klo einfach reinsetzt. Das stimmt. Und wie muss das Ein Foto? Live-Video. Ein Live-Video und dann auf Instagram posten? Mhm. Und wie nennen wir die ganze? Also Scheißhausrallye, ich muss ja wieder einen Rügenbezug haben, sonst machen die Rüganer ja nicht mit. Die Rügener Kacker-Rallye. Na, Kaka sagt er, mein Sohn, und der ist Hört sich auch 4. süß an, Kacker. Ah, wir müssen das nochmal ausbreiten. Also Wer hat die die. schönste Wurst oder so? Von Wursten für Rügen. Wursten für Rügen, genau. Wurste für Rügen. Wursten für Rügen. Ne? Einen Wo kackt Satz. man am besten? Da machen wir so ein, wie so ein, die Restaurants, wie haben die nochmal? Die haben doch so einen Stern, so einen, wenn die gut kochen. Ein, zwei, ein, zwei und drei Sterne gibt es, glaube ich, ne? Michelin heißen die, glaube ich, ne? Wie viele Sterne gibt es, glaube ich, drei, ne? Ne, fünf, oder? Gibt es nicht auch ein Fünf-Sterne-Restaurant? Wir gucken mal kurz rüber. Romy, Carla, guckt ihr mal kurz, ob das Michelin-Stern So ist. heißt das, ja. Aber Ja, ich bin der ne? Meinung, Und es gibt nur drei Sterne. Ich glaube, den muss man sich auch immer wieder Genau, erarbeiten. muss man sich mal Also wieder muss man immer, erarbeiten. Ich glaube, und jedes Jahr sogar. bei unserem, bei unserer Haufenrallye dann auch? Ja, dass man jedes Jahr wieder die Sterne sich erarbeiten Ja, muss, ne? aber was bewerten wir denn ganz genau? Sauberkeit. Ja, wie so. Wohlfühl. Ja, also als Neben. Achso, Sauberkeit von den Klos und ob man sich darauf wohlgefühlt hat. Ja. So als Nebenkategorie. Genau. Und den Haufen selber auch?
Ich weiß jetzt nicht. Farbe und der Geruch kannst du ja nicht machen. Ach, ich glaube, das wird jetzt auch, nee. Nein, das machen wir jetzt sehr nicht. Primitiv. Mein Grundschullehrer meinte immer zu mir, ihr seid sehr primitiv. Und ich wusste in der Grundschule nie, was das Wort heißt, primitiv. Hm. Ich war so, ja, ich bin primitiv, okay. Tja, da wusste der aber auch noch nicht, dass wir eventuell ein Podcast-Haus bauen. Und das ist ein, unser Podcast-Haus, ja. Ich bin auf der Suche nach einem Grundstück. Willst du die Geschichte dazu mal erzählen mit dem Podcast-Haus? Weißt du das noch? Das ist noch gar nicht so lange her. Darauf jetzt komme? Na, wir waren unterwegs. Mit was? Mit dem Auto. Nee, mit dem Trabi? Nee, sind wir da noch Trabi gefahren? Weiß ich nicht. Trabi, Porsche, was eben in unserer Garage steht. Ja, wir sind Podcaster, ne? ja. Als Podcaster verdienst du ja auch was, ne? Ja, eine G-Klasse. Nee, wir waren unterwegs und ich meinte, ey, Micha, weißt du, was geil wäre? Hm? Ein Podcast-Haus. Wo bauen wir das denn? Na, hier auf Menschgut. Ja, ne? Das ist die schönste Gegend, oder? Ja, also auf der Insel? Ich muss ehrlich gestehen, ich war arbeitsmäßig heute in Wiek unterwegs und auch das erste Mal, also ein bisschen, ich bin da schon mal dran irgendwie halb durchgefahren, aber auch so an den Hafen. Da oben ist das echt geil. Ja, also das ist echt vielleicht ganz geil, aber ich glaube, die Ruhe, also ich liebe ja die Ruhe, das ist, deshalb liebe ich ja auch die Insel, weil es im Winter auch ruhig ist. Ne? Ja. Aber ich glaube, dort oben ist es natürlich auch ruhig, aber du hast ja, glaube ich, nichts. Weil du brauchst, glaube ich, länger, um irgendwo hinzufahren, wo du einkaufen gehen kannst, wo du mehrere Restaurants hast. Das, glaube ich, in Norden ja nicht so, ne? Na, mit dem Einkaufen finde ich es, ja, es ist schon schwieriger. Wenn ich jetzt mal an den Ort da denke, wo ich mich umbewege, fällt mir als allererstes nur in Altenkirchen der Netto ein, tatsächlich. Und natürlich so ein kleiner Edeka in Wiek, der natürlich dann auch dementsprechend die Preise hat. Aber ansonsten, ja, aber mit Essen, die haben auch so Restaurants, so Kneipen wie hier. Also ich fühle mich aber hier wohl auf Menschgut. Also wenn wir schon was bauen, dann gerne hier auf Menschgut. Ja, also wir müssen, aber nehmen wir Möwenschied mit rein? Als Untermieter. Aber wir müssen das alte... Also uns muss ja auch jemand das Essen bringen, wenn wir aufnehmen und ja. Getränke. Ja, naja, aber die sind beide echt alt, ne? Ich habe letztens... Oh, dann... Gut, dann kriegen wir vielleicht Pflegegeld. Ja! Ey, Pflegestufe Möwenschied. Genau, Pflegestufe. Weil ich habe jetzt irgendeine Folge nochmal gehört. Und da haben sie erzählt über Ferienjobs. Und Axel meinte, er hat seinen ersten Ferienjob. Ich glaube, man durfte mit 13, darf man das machen. Ich glaube, zu DDR-Zeiten auch. Hat er noch als Kellner oder in der Küche oder irgendwie so im FDGB-Heim gemacht. Da muss man überlegen, wie alt er ist. Ui. Also wenn er dann jetzt 89, vielleicht jetzt 13 war, wie alt ist er denn jetzt? Sind dann 11, 22 Jahre drauf, sind also 35 Jahre. Dann aber ist ja gar nicht so alt, weil du bist auch 35, oder? Hä? Ja, und ich bin 86 geboren, deswegen habe ich noch Mathe, Assa, oder Mathe-Leistungskurs, ne, warst du? Ich bin 35 geworden. Ja, aber ich warst ja auf meinem Geburtstag, war übrigens nett. Schön, dass du da warst und danke fürs Geschenk. Ah, nee, das ist jetzt 45. Wir haben ja schon 2021. Ja, das ist meine ich. Oh, das ist ein Alt, ja. Hast du recht, ja. Dann müssen wir das auf jeden Fall auch irgendwie... Also wenn eine Rente schon beantragen, oder? Ja, hätte ich gerne, ne? Nein, nicht er, nicht du, sondern er. Nee, aber ich hätte trotzdem gerne. Achso, okay. Und ich meine, oh, Alter, wir dürfen den Scheiß aus diesen Dosen nicht mehr raus. Ja, ist gut. Das auch. Ja, ich jetzt. Das können wir nicht, da kann ich nicht erzählen nebenbei. Ich habe das Gefühl, weil du musst ständig rülpsen, egal was du trinkst. Ja, stimmt. Wasser. Was gegessen auch. Wenn wir aber Pflegegeld für Alex und Axel abgreifen wollen, ich glaube, da kriegen wir hin. Machen wir irgendwie Pflegestufe 3 oder so? Ja, da muss man vielleicht nur einmal waschen in der Woche. Ja, Romy hilft uns ja. Romy ist ja Krankenschwester. Ja, guck, perfekt. Einmal frei. Romy. Weil ja. Da musst du auch nichts dabei sagen. Und dann müssen wir das aber auch, die sind ja echt so alt, da müssen wir das aber auch irgendwie so bauen, dass auch eine Rollstuhlrampe ist. Muss ja so rollstuhlgerechtes Klo und so. Wenn wir sowas bauen, dann da muss schon alles altersgerechtheit später für uns. Weil wenn wir mit 80 immer noch einen Podcast aufnehmen. Und dann müssen wir unsere ganzen Gäste jetzt mal durchgehen. Hannes macht den Brandschutz. Der guckt so, ob die Feuermelder richtig hängen. Hm. Ey, und Boris, wir bauen uns natürlich, also... Eine Bar. Das Zimmer, in dem wir unseren Podcast aufnehmen, wird einfach nur so ein Tisch in der Mitte und ringsrum ist einfach Bar. Und da muss Boris uns immer was mixen. Wie bei Markus Krebs. Weil Markus Krebs hat er seine Bar ausgebaut. Weiß nicht, ob das mitbekommen hast. Ja, hab ich gelesen. Eine eigene Bar, also eigene Kneipe hat er ja. Und da lädt jetzt immer Gäste ein. Und so machen wir es auch. Ja. Wir grüßen an dieser... Stopp. Die Bar muss aber ein bisschen weiter weg sein von unserem Tisch, wo wir aufnehmen. Wegen den Gläsern. Weil ja Alex muss uns das ja immer bringen, die Getränke. Im Rollstuhl? Oh. Na gut, oder müssen wir irgendwie so ein Bier oder so ein Bierdosenhalter wie bei Werner ja. an den Rollstuhl an der Seite ran. Muss er dann noch beim TÜV eintragen. Das schafft er schon. Und auch die müssen auch aufräumen und schneiden, ne? Ja. An dieser Stelle? Lieben Gruß. Lieben Gruß. Gute Besserung. Die beiden Jungs sind leider in Quarantäne gewesen über Ostern. Oh, was passiert? Ja, Quarantäne. Corona. Verdacht oder so. Keine Ahnung. Ich habe da nicht genau nachgefragt. Die haben es auch selber in der Sendung erzählt. Ist natürlich kacke. Aber ist was Passendes, ne? Da haben wir keine Aufheiterung für die beiden. Das kann sein.
Hört doch mal rein, was wir hier für euch haben. Mats ab. Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind die Heiligen Drei Königin, heute im zweitbesten Podcast der Insel Rügen. Ja, Hallöchen. Ein Hallo auch an Alex und Axel. Unsere zwei Lieblingslabertaschen von Möwensheet. Ihr fragt euch bestimmt, was wir heute bei eurem Podcast-Brüdern machen. Jan und Micha haben uns gebeten, doch mal was Nettes über euch zu erzählen. Ja, genau, das stimmt. Auch von mir erstmal ein Hallo. Und ja, wir haben auch wirklich lange überlegt, um was Nettes zu finden, aber uns ist nichts eingefallen irgendwie. Ehrlich gesagt, Mädels, wir überlegen doch immer noch, oder? Ja, das stimmt. Naja, ganz so ist es ja auch nicht. Großzügig waren sie ja schon. Sie haben uns eine ganz wertvolle Minute in ihrem Podcast gegönnt. Sie haben uns gefragt, ob wir dabei sein wollen. Und das haben wir natürlich dankend angenommen. Genau, und das ging auch ganz ohne, dass wir Axel eine Knarre an den Kopf halten mussten. Ne? Und wir sind wirklich froh, in der Minute, die auch manchmal etwas zu kurz ist, mal ein paar andere Themen ansprechen zu können, die ihr vielleicht sonst nicht so in eurer Sendung habt. Genau. Und wir sind euch wirklich dankbar und wir hoffen, dass ihr uns noch ganz, ganz lange dabei haben möchtet und dass wir euch dann weiter auch mit unseren Themen, unseren Ideen berieseln können. Genau. Und ihr seid ja nur auch schon eine Weile dabei und auch schon ziemlich berühmt, denn wie ich gehört habe, wird ja jetzt so bald eine Kaffeesorte für euch entwickelt und kreiert. Ja, und vielleicht sind wir auch mal so saucool wie die Jungs und dann gibt es für uns eine Sektsorte. Genau. Und Thema Trinken, vielleicht können wir ja auch mal bei den Inseltypen beim Aufnahmegetränk mal mitzwitschern oder so. Ja, wir bringen auch die Berliner Luft mit, ne? Die Berliner Glitzerluft bringen wir mit. Genau. So, dann liebe Grüße an alle Schietis von Möwensheet und natürlich auch an die Inseltypen Jan und Micha und ihre Fans von ihrem Podcast. Danke, dass wir hier mal Hallo sagen durften. Ja, genau. Vielen Dank und dann bis bald. Ciao. Ist das nicht schön? Die sind wirklich alle drei verliebt, glaube ich. In zwei Männern. In zwei wunderschöne Männer mit einem wunderschönen Penis. Einen? Zwei Männer und ein Penis. Vielen Dank an die Heiligen Drei Königin für diesen Einspieler. Das haben wir lange geplant. Entschuldigt die Qualität. Liebe Zuhörer, liebe Typen, wir sollen ja unsere Gäste, unsere Zuhörer ansprechen. Das war jetzt wirklich, wir haben das jetzt irgendwie noch schnell über die Bühne gebracht, weil wir heute Aufnahme haben. Danke, ihr Lieben. Und ja, ihr seid natürlich gerne eingeladen. Ihr könnt gerne Gast sein bei uns in der Sendung. Vielleicht auch schon die nächste oder übernächste. Schreibt einfach. Und wenn ihr eine Flasche Berliner Luft mitbringt, ich habe noch eine hier, dann wird das, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich geile Sendung. Aber Jan, du hast eine neue Idee gehabt. Ja, ich habe heute etwas gelesen und da dachte ich mir so, ich kann ja mal Micha fragen, ob er das schon wusste. Und dann ist mir eine neue Rubrik eingefallen, die möchte ich gerne nennen. Wusstest du? Finde ich gut. Können wir direkt machen, aber ich möchte, dass du jetzt die Melodie für den Einspieler für Wusstest du einsingst. Okay. Und los. Oh. Nein, du sollst nicht Nina König machen. Achso, ich wollte jetzt Iloni nachmachen und Jens Lewaschi. Das muss was Knalliges wie aus. Achso, ja, das sind auch sexuelle Einspieler. Ja. Dann, wusstest du? Wusstest du? Hört sich Jetzt an wie die Wasche oder so, ne? Jetzt, Sebastian, du hast deinen Auftrag erkannt. Wir müssen dem echt mal Schnaps oder sowas zukommen lassen, ne? Danke nochmal. Aber der ist auch, wir reden über diesen Typen jede Sendung. Der hat uns so geprägt. Der hat sein neues Album, also nicht rausgebracht, ist ja nicht offiziell raus, ja, auf aber CD. Es ist da. Ja. Ich hole bald meine CD ab. Bringst du meine mit? Ich habe mir auch eine bestellt. Nicht? Ich freue mich drauf. Guter Typ, macht gute Musik. Und ich habe dazu ein Meme. Das werde ich nachher mal im Status posten, ihn verlinken und alle Leute, die sich die Sendung dann jetzt anhören, dann irgendwie denken, dass das damit zu tun hat. Okay, die neue Rubrik wusstest du schon. Erzähl mal. Ja, das weißt du bestimmt auch. aber für mich war das neu. Ich habe das wirklich erst gelesen. Ja? Wusstest du? Mhm. Seit 2018 kann man seine Briefmarken per App kaufen. Ach, herzlich willkommen, Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Weißt du, wo ich arbeite? Ja, aber wusstest du das vorher? Ja. Dass man es machen kann? Wusste ich aber nicht. Wir verschicken doch so T-Shirts, wir machen doch so DDR-T-Shirt-Druck und so einen Schnodder. Und dann macht ihr das schon? Ich wusste es aber nicht. Echt nicht? Also für die Leute, die das nicht wissen, ne? Also man holt sich die App, dann bekommt man ein SMS zugeschickt mit einem Code. Und diesen Code machst du, das heißt, mal kurz. QR? Das machst du beim Briefmarkenfeld. Schreibst du den Code mit drauf. Ja. Wusstest du? Das machen aber nicht viele. Ja,
deshalb haben die es ja gebracht mal. Das war bei der OZ und dann deshalb haben die es mal geschrieben, weil das eben ganz wenige Leute machen. Mhm. Ja, also ich wusste es auch schon vorher. Also wir bedrucken und das alles, was wir über den Online-Shop wegschicken, schon seit Jahren damit. Aber es ist ja okay, jeder hat ja ein anderes Wahrnehmungsfeld. Ne? Du bist zum Beispiel sehr dumm. Ja. Haben eigentlich schon mal Leute behauptet, dass du dumm bist, weil du putzt, also mit deiner Firma selbstständig bist? Ja, die haben jetzt nicht gesagt, dass ich dumm bin, aber die haben gesagt, dass es eher eine Arbeit ist für Dumme. Das haben die eher gesagt. Finde ich grundsätzlich gar nicht. Ich auch nicht. Macht dir deine Arbeit Spaß? Meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Hm? Und es gibt auch viele Leute, die auch gerne reinigen. Das ist so. Hm? Also ich weiß, also ich hoffe, dass die auch bald wieder gesund wird, weil die hat gerade eine Knie-OP gehabt und wenn die wieder fit ist. Na dann erstmal eine gute Besserung. Genau. Ich weiß aber, dass sie unseren Podcast nicht hört. Wirklich, hat sie mir gesagt, Jan, ich mag dich, aber ich höre euren Podcast überhaupt nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, sie putzt wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Ne? Und deshalb, also, und ich weiß auch, sie ist eine schlaue Frau. Und deshalb würde ich immer abstreiten, ich kenne ja viele Leute, die sagen, dümmere Leute oder dumme Leute putzen. Mhm. Das eher da finde ich auch so pauschal absolut sagen. Absolut unverschämt. Also grundsätzlich, es ist nicht mein Traumjob. Ich würde es aber auch machen. Ich putze auch nicht ungerne. Ich glaube, ich kann das auch mal, wenn ich es mache, auch ganz gut, glaube ich, gucke ich mal kurz zu Romy rüber, ja. Und wenn ich jetzt mal so eine Geschichte von Romy dann erzählen darf. Romy ist ja Krankenschwester und hat, nachdem Klaas geboren worden ist, zwecks den Zeiten mit Kindergarten und so, und als Krankenschwester auch geputzt in einer Klinik hier in der Nähe. Und da wurde sie auch komisch angeguckt, ne? Hey, du bist doch Krankenschwester, weil Romy hat halt auch in Greifswald gelernt, an der Uniklinik. Und ist auch noch Fachkraft für Intensiv- und Beatmungspflege. Und da wurde dir da schon, Romy, kann ich sagen, vorgehalten. Ja, ne? Du wurdest schon extremst drauf angesprochen, dort auf Arbeit, warum sie denn keine Krankenschwester mehr ist. Putzen ist doch ein niedriger Job. Finde ich absolute Frechheit. Überhaupt nicht. Also wie wird es gerade ohne Müllmänner, ohne so Leute wie dich, die eine Putzfirma haben, wie wird es ohne die hier aussehen? Ohne Postboten, ohne... Ja, ist auch wichtig. Ich mache den Job übrigens total gerne. Aber du wolltest noch was sagen dazu. Na, mir ist eingefallen, weil man immer denkt, so Reinigungskräfte oder wenn man so im Hotel ist, die Leute, die im Hotel putzen, denkt man auch immer, dass die auch wenig verdienen. Aber das wandelt sich total extrem. Ja, na klar. Also es gibt natürlich einige Hotels, die wirklich immer noch den Mindestlohn einhalten. Ja. Aber da spreche ich zum Beispiel auch von meiner Firma, dass wir auch über den Mindestlohn deutlich auch bezahlen. Mhm. Und es gibt sogar eine Reinigungsfirma, die jetzt 15 Euro pro Stunde den Reinigungskräften bezahlt. Ja, müssen sie ja mittlerweile auch. Ne? Durch den Verruf ist es ja... Ganz genau, muss man auch. Genau. Weil die Reinigungskräfte kannst du dir nicht mehr aussuchen. Das ist einfach so. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also absoluter Schwachsinn. Sicherlich, es gibt auch Jobs, die ich zum Beispiel nicht gerne machen würde. Ich würde zum Beispiel nicht als Kellner arbeiten. Ne? Also erstmal habe ich immer Respekt davor. Ich glaube, das hatten wir schon mal das Thema, ne? Oder? Mhm. Kommt mir gerade so vor. Aber ich könnte zum Beispiel mit den Leuten so nicht umgehen. Ne? Wenn das muss man schon können. Ich habe das ja auch wirklich jetzt ein paar Jahre ja auch gemacht, ne? Weil ich komme aus der Gastronomie, ja. Habe ich das auch gemacht und da musst du wirklich Lust haben. Also wenn du merkst, du hast keine Lust, wenn du an der Bar stehst, weil das hatte ich auch manchmal gehabt, und dann merkst du auch, dann bist du auch zu den Gästen anders, ne? Dann kippst du auch mal schlechten Saft ein, ne? Ja, genau. Dass sich darauf keiner gemeldet hat, ja. Ne? Das könnte ich nicht. Ich würde die immer alle anspucken und anpöbeln, wenn die mir auf den Sack gehen. Ich glaube, dass ich ein relativ freundlicher Mensch sein kann, aber wenn die mir auf den Sack gehen, so, oh ja, ich habe einen halben Finger auf dem Schnitzel oder da ist ein Kackhaufen auf mein Kartoffelpüree, würde ich ausrasten. Geht gar nicht. Wir haben ja normalerweise auch noch die Rubrik der Wochenvollste. Aber wir haben heute nichts. Wir haben keinen. Ich habe so auf die Meldung gewartet. Vielleicht habe ich Angst vor uns. Ja, ich weiß nicht. Ja, das tut uns leid. Also der Wochenvollste entfällt diese Woche leider. Tut mir leid, Loni. Ja, Loni, das ist besser. Aber das ist wirklich ein Top-Einspieler, ne? Das heißt also an alle da draußen, ihr habt das gut gemacht. Ihr seid nicht besoffen gefahren. Nächste Woche würden wir aber gerne wieder ein bisschen Stoff haben, ne? Ihr dürft ruhig besoffen fahren. Ich habe mir auch eine neue Rubrik überlegt. Also überlegt ist zu viel gesagt. Oh, Romy hat das On-Air-Schild angemacht. Warte, ich muss kurz ein Foto machen. Du siehst extrem mit meinen Kopfhörern extrem geil aus. Einwandfrei. Diese Rubrik, also ich habe die, also die gibt es erstmal schon bei Möwenschied. Sie ist aber nicht von Möwenschied geklaut unbedingt, weil die gibt es auch schon bei Böhmermann und Schulz und auch viele andere Podcasts, die ich höre. Deswegen würde ich sie nicht sagen, dass sie unbedingt... Die kennt man ja auch nicht so, ne? Wen? Böhmermann und so. Achso, ja. Möwenschied kennt man natürlich. Natürlich. Ist doch 21,2 Millionen letzte Woche und wir 19,4. Oh. Wir holen auf. Wir holen auf, ja. Und kann ich dir kurz was sagen? Das müssen Jens machen. Ja, ich muss mal den Jens machen. Meine Schwester hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ja. So ein bisschen Feedback, da fällt mir gerade noch was ein. Ja. Meint sie so zu mir, Jan, ladet ihr wirklich Gäste um 2 Uhr nachts ein? Ich so, wie kommst du denn darauf? Ja. Weil ihr erzählt habt, es ist 2 Uhr nachts und hier ist unser Gast. Ja. So, nee, ach Mensch, da habe ich gesagt, Jana, du darfst unsere Zeitangaben darfst du nicht so. Also wir nehmen maximal bis 1 Uhr nachts auf, habe ich Haben wir auch schon geschafft, ne? Wir haben auch schon bis um 1, weißt du noch? Da haben wir noch Da bin ich eingeschlafen, oder? Die vorvorletzte Folge, da waren wir noch leicht besoffen. Da haben wir doch Baileys und Jägermeister noch Ist zusammengekippt. lecker. Ja. War gut. Ja, haben wir das Boris vorgeschlagen? Nee, haben wir nicht. Oh, wir haben wieder keinen roten Faden, Alter. Wir springen hier von Thema zu Thema. Aber erzähl weiter. Meine Rubrik, ja. Ich finde es immer geil, ich möchte mehr, oder wir haben ja darüber gesprochen, dass wir mehr Bezug auf die Insel Rügen nehmen wollen in diesem Podcast. Und lass uns doch anstatt die großen fünf, so wie jetzt Böhmermann oder auch Böhmischi das macht, die Rubrik die großen drei machen. Oh, irre. Ja? Was hältst du davon? Ja, sehr gut. Machen wir. Und das geht so mit dem Beckenschlag. Wusch. Jetzt kommt Loni. Die großen drei. Die großen Dinge. Ja, du weißt, wenn die Aufnahme zu Ende ist, kriegst du von Carla in die Ach Fresse, so, ne? ja, okay. Weil das war doch schon sehr, sehr sexuell. Ja, also machen wir die großen drei? Ja. Mir fällt auch als erstes was ein. Als erstes. Zweite Ich habe Dose. noch. Willst du die zweite Dose nicht mehr Doch, trinken? doch. Schade. Hab noch mein Sprudelwasser. Die großen drei. Ich bin ein totaler Eisesser. Ich nicht so. Aber trotzdem Können wir trotzdem machen? fallen mir jetzt zwei ein. Okay, ich fange mal an mit Platz 3. Also ich esse sehr, sehr gerne Softeis. Gerade so Kindheitserinnerung, Neustadt-Glewe, da wo ich ja herkomme, eigentlich in der Nähe von Schwerin. Wir hatten immer so gutes Softeis am See. Und auf Platz 3 bei mir ist der Softeisladen in Binz. Kennst du den, der so am Eingang zur Dings ist? Zur Nee. Fußgängerzone. Fährt man mit dem Auto vorbei. Und die haben Waldmeister Softeis, der absolute Wahnsinn. Ich umfahre Binz im Sommer sehr gerne. Allerdings, aber bald müssen wir Alex und Axel abholen mit dem Stimmt, Wartburg. müssen wir abholen, ja. Ey, wir können uns auch Möwenschied 2 nennen, ey, so viel wie wir über die reden, ne? Ab jetzt ist es Aber endlich. reden über uns doch viel? Nur Ja. ganz kurz immer, ne? Nee, eigentlich nicht. Ne? Auch. Aber mehr Alex, ne? Redet über uns, ne? Ja, Axel macht uns, glaube ich, nicht. Nee. Ich weiß noch, da meinte, glaube ich, Alex, ich weiß es nicht immer, Alex Alex ist. ist der angerufen hat? Ja, genau, Genau. Alex ist der Alex meinte angefangen. so, ja, ist unser Bruder-Podcast und dann sagt Ja. Axel, Ja, ja, okay. So, Alex, pass auf, jetzt hör mal zu, Kollege. Wenn du jetzt ein Problem mit uns hast, verstehst du? dann Dann, schicken wir unsere Frauen ja, vor. dann kommt, genau, Carla ist nämlich stark, dann komm mal bei uns bei. Und dann bumsen wir das mal an deinem Baum aus, von dem du immer erzählst, verstehst du? Und Jan hat nämlich einen richtig langen, der braucht nämlich keinen Gartenschlauch, um seinen Garten zu gießen. Der reicht nämlich zum Mond hin und zurück und wieder zurück. Und Okay? immer dreimal mehr. Ja, dreimal mehr wie du, Kollege. Gut, Und Alex, wir lieben dich, ne? Du bist der Beste. Und auch die Heiligen Drei Könige. Der nächste, Nein, jetzt. aber wir lieben beide. Alex, also pass auf, ich meine das erste mit Ausbumsen am Baum. Er sagt ja immer. Echt? Ja, Ausbums ja. am Baum? Hörst du die nicht? Doch. Deswegen immer die Nachricht. Haben die über uns gesprochen? Welche Minute? Wir haben den Namen, glaube ich, vertauscht. Axel ist der Dicke, Axel bin ich und Alex ist Jan. Oh, nee, umgekehrt. Oh, jetzt stellen Du wir uns hast selber auf vorhin, Stufe 2, als wenn wir der zweitbeste Podcast sind. Ja, ich habe die Namen versaubeutelt. Ich bin auch schon leicht angetrunken. Das klären wir in der nächsten Folge. So, komm weiter. Die Top 3. Die Vielleicht großen müssen wir drei. die mal kennenlernen. Also ich muss die mal persönlich kennenlernen, damit ich die Namen im Kopf Ja, geht habe. ja So, nicht. jetzt mach doch mal die drei. Ja. Ah, nee. Nee, hast du jetzt erstmal. Nee, hast du wenigstens Ich habe zwei? zwei. Gut, dann mache ich jetzt erstmal meine zwei. Die drei habe ich. Bennys Eis heißt Romy. War das Bennys? Ja, ne? Die heißt Bennys Eisladen in Barbe. Der hat so geile Sorten und ich glaube. Ist das vorne am Strand? Ja, vorne am Strand, genau. Das war früher Mayannis Eis, also so eine gottlose Kette. Und das ist jetzt Bennys. Ach echt? Ja. Hast du neuer Nee, ein bisschen länger gibt es Bennys Eis? Eis schon in Barbe. Und der hat so geile Sorten. Wir waren jetzt letzte Woche gerade da und das ist Non-Paid-Werbung hier, kriegen wir kein Geld für, ne? Nicht, dass sich wieder Leute aufregen. Und da rufst du mich nicht an, falls ich auch mal vorbeikommen will? Ja, bist ja nicht. Ja, hast du mich angerufen? Nein, Nein. der hat zum Beispiel Mohnmarzipan. Das ist richtig lecker, Wie geil ist Jan. das? Ja. Das ist richtig lecker, ohne Mist. Mohnmarzipan. Mohnmarzipan. Er hat Mandarine, das war auch richtig gut. Und ich hatte noch eine Sorte. Du hattest salziges Karamell, weiß ich noch. Was? Ja, Das ich ist hatte. auch lecker? Ja, total geil. Und ich hatte Ist ja wie Bananeneis. Lakritz. Bananeneis mit so Schokostückchen drin. Der Wie Wahnsinn. viel Eis hattest du denn? Na, drei Kugeln. Das war jetzt kein Softeis, das war Kugeleis. Ach so, okay. Ja, deine Nummer 2.
In der Nummer 3 fällt bei mir weg. Ne? Also bei mir gibt es nur Platz 2 und Platz 1. Muss ich kurz überlegen. Ja, Platz 2 ist bei mir Jannis Eis. Egal wo. Mhm. Weil es gibt ja überall dieses Pina Colada Eis. Das finde ich sehr lecker. Mit Ananasstücken drin. Weil fällt mir gerade ein. Weil du meintest zu mir, vielleicht doch Caipirinha. Ich habe mal, ja, nee. Hab mal gearbeitet bei Jannis Eis. Aber ich meinte Pina Colada. Auf Platz 1 ist bei mir, ist eher ein Restaurant, aber die verkaufen auch Eis. Das Del Mare in Barbe. Weil der hat dunkle Schokolade. Mhm. Und das ist so ein bisschen zartbitter. Und ich liebe zartbitter Schokolade. Ah, siehst du, und mit Schokoeis kannst du mich jagen. Mach, ja? Mag, ja, mach gut, ich dann mal. Mache ich das in der nächsten Folge. Also was was auch kommt auf einmal so dunkle Schokolade vor. Nee, wenn du mich zum Kotzen bringen willst, dann musst du ein Ei kochen, so dass es weich ist in der Mitte. Darf Romy am Frühstückstisch nicht essen? In der Mitte ist doch geil. Nee, wenn Romy sitzt mir ja, gegenüber. Wenn das nein, Eigelb ekelhaft. Ist doch lecker. Nein, ich kriege einen Brechreiz. Wer hat jetzt, ich habe den Spiegelei gemacht, ne? Nee, Jürgen am Wochenende, beim Freund, haben wir... Aha, du hast noch andere Freunde? Ja, ich habe richtige Freunde, die nicht nur zur Aufnahme kommen. wenn schon in dieses Eigelb reingestochen wird... Oh, wie geil ist das. Und es läuft raus und ich rieche das. Ich bekomme einen Würgereiz. Auch bei wenn ich ein Spiegelei mache, brate ich das beidseitig. Also Eiweiß muss fest sein, das ist klar. Ja, aber Eigelb muss nicht... Nein, ekelhaft. Und dann noch schön warm, oder, Romy? Wenn das Eigelb schön warm ist und dann bist du das, nicht. Oder? Hier so auf Toast auch noch schön getoastet. Und Alter, hau. Hier, mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen, wenn ich dran denke, Alter. Da kommen wir übrigens gleich zur Frage der Woche. Frage der Woche. Die Frage der Woche lautet: Wie isst du dein Spiegelei? Oder dein Ei? Oder dein Ei, genau. Oder dein Omelett. Nee, Omelette ist ja... Nee, Omelette ist Quatsch, das muss ja durch sein. Obwohl, das essen manche Leute auch schlapprig. Quatsch. Ja, das ist eklig. So Rührei, so noch was oben noch so feucht ist. Fällt mal ein, ich musste mal eine Zeit lang Frühstück machen im Hotel. Hm? Und wenn Leute meinten zu mir, bitte Rührei, bisschen schwappelig, da habe ich schon, während ich gekocht habe, bisschen gekotzt. Also, die Frage der Woche ist, wie isst du dein Ei, egal ob Spiegel oder Rührei, hart oder weich? Mein zum Beispiel muss blau gekocht sein, dann ist es richtig geil. Und dann auch ein Brötchen. Da kannst du die bunten Eier hier von Edeka holen zu Ostern. Habe ich noch nie gegessen. Das ist weil die sind blau. Wirklich? Ja, weil die sind ja richtig festgekocht. Ah, nee, das mag ich nicht. Ich habe noch ein sehr wichtiges Thema. Hm, darf ich noch meine Nummer 1 von meiner Rubrik vorlesen oder willst du schon wieder dazwischen? Ach, ich dachte, du hast schon, weil du laberst so viel die ganze Zeit. Ja, du laberst schon. Erzähl doch. Platz Nummer 1. Erzähl doch ruhig. Ja, mache ich auch. Achso, okay. Ist in Selin in der Wilhelmstraße das Achtern. Das Achtern ist Villa Elisabeth. Die liebe Doreen macht da selber Softeis. Und das ist so lecker. Das ist so cremig. Sie hat auch immer mal wechselnde Sorten. Und ist übrigens auch keine bezahlte Werbung. Pistazie oder Mango. Und das Geile ist, es ist so cremig. Sie nimmt einfach nur Milch und macht das Eis selber. Das kommt ihr vor, als wenn es Sahne ist. Ist aber trotzdem nicht so fettig. Und das ist so richtig angenehm. Entweder hast du ja Softeis, wenn du das leckst, dann ist es so hart, dass es kaum mit der Zunge abkriegst. Das ist genau auf den Punkt. Ja? Da fällt mir ein, im Bad gibt es eine Eisdiele. Hm? Da gibt es ein DDR-Eis. Weiß ich. Ne? Hm. Und da war ich mit jemandem aus DDR und der hat neben mir einen kleinen Orgasmus bekommen. Der fand das so geil. Oh, DDR-Eis, wie geil. Ja, schön. So, jetzt darfst du fortfahren. Ja, noch, ich finde ein wichtiges Thema, Blutspenden. Ja. Da habe ich heute gelesen, wo man das nächste Mal Blut spenden kann. Mhm. Ist zum Beispiel am 19.04. zwischen 14 und 18.30 Uhr Rathaus Putbus. Wunderbar. Wo noch? Hier hinten oder auf der Insel? Nee, leider nicht. Also wir müssen weiter weg dann. 30.04. wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr in Samtens. Sehr schön. Hier im Barber nicht? Im nee, das war heute. Das war 8. Heute ist ja nicht der 8.04. Heute ist ja Sonntag. Oder Samstag? Wir wissen es nicht. Ja, wir... Wenn ihr uns jetzt hört, ihr werdet es schon mitbekommen haben, veröffentlichen jetzt immer Samstag um 19 Uhr. Ach echt? Mhm. Also weiß ich gar nichts davon. Haben wir gerade vorhin drüber gesprochen. Ach so, okay. Alter, Straffage. Straffage? Ja. Haben wir schon mal in unserem Podcast über Görn erzählt? Ich hab mir mal so die Insel als Karte vorgestellt und habe schon mal überlegt, über Binz, klar, erzählen wir viel, über Bergen auch, weil es ist eine Kackstadt. Nein, wir lieben euch in Binz, love you. Über Putbus, weil die alle saufen. Aber haben wir schon mal über Görn erzählt? Görn gibt es eine schöne Fischräucherei direkt am Bahnhof. Oh, jetzt reicht aber mit Werbung. Du isst doch gar kein Räucherfisch, du bist aus Berlin. Na, Fischbrötchen.
Esse ich gerne. Ja. Frag mal Kalla. Ich kann manchmal 3-4 hintereinander essen. Ich habe das stopp, Gefühl... Stopp, guck mal, wie Rumi lacht. Stopp. Original. Ostersamstag? Nein, Ostersonntag, ne? Nee, Karfreitag. Karfreitag isst man ja was? Fisch. Fisch, wie du sagen würdest. Ich habe Fisch gesagt, nicht Fisch. So dumm rede ich auch nicht. Und diese Rubrik heben wir uns für nächste Woche auf. Die großen 3 Frischbrötchen. Da habe ich auch was zu. Und ja, ich verstehe dich. I deep feel you. Bei Fischbrötchen, ich habe am Karfreitag 3 Stück gegessen und ich hätte noch 2 hinterher schieben können. Das ist... Was ich erzählen wollte, weil du unterbrichst mich ja ständig, wollte ich eigentlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich bei Fischbrötchen nicht satt werde. Ist, genau. Ne? Ja, ist so. Ich habe heute gerade auf Arbeit geschmierte Brötchen mitgenommen. Du weißt ja, wenn man Geburtstag Alter, hat. Alter, arbeitest du auch mal oder isst du nur? Ja, auch. gibt man ja so einen aus und ich habe heute Morgen 7 halbe belegte Brötchen inhaliert. Ach, Geburtstag? Ja, am 1. April. Aber es bin ja wie ein Blümchentorte. Nein, leider mal. Nicht. Romy hat keine besorgt. Oh, und das ist ständig gesagt, in jeder Folge, ne? Ja, ich weiß. Gut, ich glaube, sie liebt jetzt, mich. Also jetzt eine Minute ein bisschen. Ja, ich glaube, sie liebt mich auch nicht, aber ich habe keine Benjamin Blümchen-Torte. Aber dafür können wir mal erzählen, dass wir 3 große Flaschen Ramazzotti getrunken haben. Stopp! Jetzt nicht erzählen wir beide nur. Doch, weil viel mehr waren ja nicht stimmt. Da. Ja, stimmt, da war ja niemand mehr. Wir waren aber unsere Frauen haben da auch getrunken. Ja, und Schwiegervater gehört ja mit zum Haushalt. Das waren 2,1 Liter Ramazzotti, Alter. Ich habe aber nichts gemerkt. Ich auch nicht. Bin nach Hause gegangen, dachte, gut, ich gehe mit vielleicht mal schlafen. Aber ist ja nicht schlecht. Auf Klo. Aber echt? Nein, Quatsch. Mir ging es auch total klasse. Ja, mir ging es wirklich gut. Aber damit wir mal unserem Klischee wieder gerecht werden, genau. Dass wir hier säufen. Die 3 Höhen denken ja auch, wir trinken nur. War ja ganz unrecht, haben sie ja nicht. Aber nur einmal in der Woche. Und wenn du Geburtstag hast. Und Samstag, Sonntag. Und Dienstag als Nachfeier vom Wochenende. Genau. Ja. Hast du noch Themen? Ja, wir haben doch mal gefragt vor 2 Wochen. Ah, darf ich kurz einmal, du kannst gleich erzählen. Oh, mach ganz kurz. Jetzt. Ja, ich wollte eigentlich auf Görn kommen, weil in Görn wurde Munition gefunden von der 88. Ja, habe ich auch. Aber ich dachte, ich erzähle die Story nicht, weil dann erzählst du wieder von der Bundeswehr eine halbe Stunde. Du Arschloch, Alter. Ja, erzähl, hat, okay, haben ja, was gefunden. Sie haben eine Granate, eine 88er Flak gefunden, aber da du ja nicht gedient hast, weißt du nicht, was eine Flak ist, ne? Ich habe auch schon klar. Ja, auch. Ich habe auch klar sie schon erzählt, ich möchte bei der Post so einen Panzer haben, womit ich den Leuten so ne, einfach mal von Haus zu Haus haue und den BAM! Die Post in den Kasten schieße. Schmeißt du eigentlich die Pakete nur raus oder klingelst du auch? Hätte ich den Panzer, würde ich sie in die Wohnung reinschießen. Ach so. Nein, ich klingel. Ich klingel auch gerne, weil ich mag den Kontakt mit den Leuten ganz gerne. Ja, die sind freundlich. Du bringst denen ja was, die warten auf was. Also es gibt auch unfreundliche, aber das ist die Minderheit. Das ist das beste Geräusch dazu. Nein, ich klingel. So, Frage beantwortet. Jetzt kannst du wieder fortführen. Darf ich jetzt? Ich habe aber noch eine. Ja, bitte. Darf ich wieder eine 10 Sekunden sprechen und dann bist du wieder dran? Ja, mach hin, jetzt die Folge ist schon viel zu lang mit deinem Gelaber. So, was ich erzählen wollte. Ich mach's kurz. Und dann kommen wir auf die aktuelle Frage der Woche. Ne? Mhm. Wir haben ja vor 2 Wochen mal gefragt, weil da war ja der Tag... erfinde einen Feiertag. Tag. Oh, stimmt. War ja, ne? Mhm. Und da haben wir ja auf Insta überall, ne? Wo sind wir überall vertreten? X-Hamster. YouPorn. MySpace. YouPorn. Studio. Hab ich schon gesagt. xnxx.com. Überall sind wir vertreten, ne? Und da haben wir gefragt, welchen Feiertag würdet ihr gerne haben? Ich habe mal 3 rausgeschrieben. Was ist mit dir los? Ja, alles gut. Ich habe darauf auch geantwortet. Hoffentlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich hatte bloß noch 3 im Kopf gehabt. Jetzt kommt, finde ich ganz geil, der Podcast-Feiertag. Oh, cool. Mhm. Sollte da auch frei sein? Feiertag. Ach so. Okay. Dann ja, wann sollte der denn sein? Aber da müssen wir jetzt, also den müssen wir vielleicht mal beantragen. Machen wir. Aber im Sommer, definitiv im Sommer. Nicht irgendwie so ein Winterfeiertag, wo es schon um 12 dunkel ist. Wer hat sich denn aufgestellt in den Wahlkreis von Angela Merkel? Weil den müssen wir da anfragen. Dr. Stefan Kerr. Nee, dieser junge Typ von der CDU. Amthor? Nee, der ist ja woanders. Ach, ich weiß nicht, der hat Locken. Der hat sich in den Wahlkreis von Merkel aufgestellt. Ist egal. Dann müssen wir ihm anschreiben, wir wollen den Podcast-Feiertag haben. Ja, dann machen wir das mal und schicken euch davon ein Foto auf Instagram. Dann den DDR-Feiertag. Bin ich definitiv dafür. Das ist ein Stück Geschichte, was nicht vergessen werden darf. Obwohl natürlich 40 Jahre, wenn man die deutsche Geschichte jetzt so betrachtet, nicht gerade sehr lang sind. Du Arschloch, verdreh nicht die Augen. Ich wollte hier mal ein bisschen was Vernünftiges reinbringen.
Bist fertig oder willst du noch weiterreden? Und was ich auch gut finde, wenn Corona vorbei ist. Bitte? Den schneidest du aber wirklich raus, ne? Ja, ja. Ja. Wenn Corona vorbei ist. Das wird ein Feiertag. Ich denke, das wird auch ein Feiertag. Aber kann man, aber Corona wird ja nicht vorbei. Jetzt ohne in Diskussion zu gehen, aber ich denke mal, Corona wird es ja immer geben. Ne? Ja, aber wenn man oh Gott, ich habe heute so einen blöden Beitrag. Wenn das dann wirklich vorbei ist, glaube ich schon, dass einige Leute das arg feiern werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wir gehen ja jetzt davon aus, so na, jetzt ist es besiegt und keiner ist mehr dran erkrankt, sondern man wird einfach sagen, okay, die Lage ist unter Kontrolle und wir machen alles wieder wie gewohnt auf. Jetzt kommt's. Ich aber sage, wir brauchen überhaupt keinen zusätzlichen Feiertag mehr. Wir haben schon genug. Bist du ein bisschen dumm oder so? Nein, die Wirtschaft verträgt keine... Das schneiden wir raus. Das schneiden wir nicht raus. Erzähl weiter. Nein, ich finde... Warum, ich lache schon wie Sau. Das bleibt schön drin, wie mein Rübser, den wir jetzt rausnehmen. Nein, ich finde, die Wirtschaft verträgt keinen weiteren Feiertag. Es reicht. So. Weil wir haben genug Feiertage in Deutschland. Jetzt kommt Jan, öffentliche Adresse, dass ihr ihn gerne mal einen Brief schreiben könnt. Was ihr davon. Meinst du das ernst? Ja, finde ich. Meine ich ernst, ja. Echt? Warum das? Also gut, du bist selbstständig. Du hast eine andere Sicht drauf als ich als Angestellter. Naja, das nicht, weil mir ist es ja egal, ob ich Feiertag. Also ich muss auch an Feiertagen arbeiten. Also mir ist es ja egal. Ne? Aber es gibt ja auch manche Länder, die jetzt sagen, wir wollen nur die 4-Tage-Woche einführen. Das läuft ja aber in anderen europäischen Ländern läuft das total gut. Guck dir an, bei dir in Dänemark zum Beispiel. Ja, die haben keine, die wollten es einführen. Nee, aber die Dänen arbeiten auch so schon, also Vollzeit 30 Stunden die Woche. Und die haben einen Mindestlohn von 17,25 Euro. Ja, man muss aber immer auf jedes Land schauen und auf jede Branche. Es ist so, wenn man schon Fachkräftemangel hat. Wir haben keinen Fachkräftemangel. Kann man keine 4-Tage-Woche. Wir haben keinen Fachkräftemangel, da fängt die Unwahrheit ja an. Es ist einfach nicht mehr attraktiv genug, ein Handwerk zu erlernen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Richtung Tischlerei, ja, aber Bäckerei, ja, das Problem ist, dass die Leute nicht lernen möchte. Nein, das Problem ist einfach, dass die Leute nicht vernünftig bezahlt werden. Jan, den ersten Lehrberuf, den ich gelernt habe, die Ausbildung zum Rettungsassistenten habe ich bei der Bundeswehr gemacht. Ich bin eigentlich von Beruf her Konditor. Soll ich dir sagen, warum ich nicht mehr als Konditor arbeite? Weil ich keinen Bock habe, für 1200 Euro am Tisch zu stehen und Torten nachzumachen. Es wird einfach nicht gut bezahlt, ja, weil die Deutschen zum Beispiel gerade in dem Sektor nicht mehr gewillt sind, für eine Torte mal 50, 60 Euro auf den Tisch zu legen, die einfach mal 2 Stunden Arbeitszeit bedeutet. Du hast vollkommen recht, aber ich würde es auch nicht erzählen, dass die alle gut bezahlt werden, etc., sondern es ist einfach so, ich kann mir gut vorstellen, dass die Politik, wenn ihr mal auf die Idee kommt, lass uns mal, Merkel wacht auf, 4-Tage-Woche, wäre gut. Aber dass sie nicht vorher nachdenkt, wie du sagst, dass man eventuell den Mindestlohn erhöhen muss oder dass man gewisse Regeln schaffen muss, damit es attraktiver wird. Ich bin der Meinung, die werden, so viel wie viele Gesetze, einfach entscheiden, es gibt jetzt eine 4-Tage-Woche, ohne vorher den Grundstein richtig zu legen, damit es funktioniert. Weil da magst du recht haben. Weil wenn die jetzt alle einen Tag weniger arbeiten müssen, aber da kommen keine Leute nach, produzieren wir einen Tag weniger in Deutschland. Weißt du, auf was ich hinaus will? Gut, der Vergleich mit Das meine ich. Ja, damit, gut, okay, ne? Der Vergleich mit dem Feiertag hinkt dann aber. Wir reden ja nur über einen Feiertag und nicht über die 4-Tage-Woche. Ach so. Wenn du den Vergleich dazu ich haben willst. Trotzdem bin ich der Meinung, wir haben genug Feiertage. Also, weil ich war mal im Genuss, dass ich, wenn es Feiertag gab, dass ich Feiertag frei habe, hatte. Ist das ein deutscher Satz? Ja, passt schon. Und da bin ich eigentlich der Meinung, es reicht. Man sollte einige, also wir sind ja noch immer sehr christlich orientiert, ne? Aber man sollte zum Beispiel auch, finde ich, eine einheitliche deutsche Regelung finden, dass wenn Feiertag, dann Feiertagen, genau. Dann in ganz Deutschland. In Bayern hat die meisten, oder? Ja, da gibt es auch so eine witzige Show, ich weiß nicht, ob das 104.6 in Berlin gemacht hat, hier RTL-Radio oder was, oder die haben dann immer Bayern weggemacht, wenn die Feiertag hatten, haben sie morgens um 7 früh da irgendwo angerufen. Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Ja, deswegen, 104.6, RTL, das lief bei uns in der Backstube immer nachts. Okay. Und dann irgendwann Berliner Rundfunk 91.4. Da war auch auf Facebook eine sehr, sehr interessante Diskussion. Wo? Da hat die OZ Rügen, ja, ne, die hat einen Artikel veröffentlicht, dass ein junges Mädchen oder eine junge Familie, dass sie keinen Wohnraum findet. Ja. Und da gab es eine sehr interessante Diskussion,
unter diesem Artikel. Und ich würde da gerne mal 2, 3. Also du kannst ja sagen, wenn es so viel ist, dann kannst du ja sagen, es reicht nicht. Lies vor, ja. Ne? Vor allen Dingen aber auch mit Namen, weil es ja öffentlich ist. Genau, die Leute. Ne? Dazu finde ich ganz interessant, der Mario Frost. Ha, witzig. Weißt du, wo der wohnt? Nee. 3 oder 4 Etagen über mir. Ach, echt, ja? Ja, der hatte früher, der macht auch gute Fotos. Insel, oder Frostfotografie heißt der auf Facebook. Und der hatte früher auch eine eigene Seite, so eine News-Seite über Rügen. Aber das hat er leider eingestellt. Erzähl mal. Der hört uns auch. Genau. Ach, super. Dann nimm Gruß. Der schreibt: Ferienwohnungen und Eigentumswohnungen haben auf der Insel einen höheren Stellenwert als die Lebensqualität. Und wenn ich so in die aktuelle Tagesordnung vom Bauausschuss der Gemeinde Sardin schaue, wird mir schon wieder übel, weil es hier um die nächsten Genehmigungen für Ferienwohnungen geht. Also es heißt, Wohnraum, der eigentlich für normale Leute ist, soll wohl umgewandelt werden in Ferienwohnungen. Klar haben wir noch nicht genug. Bezahlbare Wohnraum, also Mieten weit unter 800 Euro, bleibt ein Traum. Hat er recht? Ja. Also Mario ist immer sehr, sehr kritisch. Ich verfolge seine Kommentare viel auch bei der Ostsee-Zeitung und wo er schreibt, er ist immer sehr kritisch. Aber er hat auch leider sehr oft recht. Ist nicht immer alles wahr? Also wahr schon, aber es trifft nicht immer ganz meinen Nerv, was er schreibt. Aber es ist so. Und ich hab den Artikel leider jetzt nicht gelesen. Das ist ja auch wieder ein Thema, was man auf Gemeinde- und Landkreisebene auch diskutieren muss. Arbeitsbedingt heute in Wiek. Jan, da stehen ganze Häuserparks mit Häusern leer als Ferienwohnung, frisch gebaut, wo Familien drin wohnen können. Aber die schlagen sich in so einer Platte ab. Das heißt nicht, dass die Platte was Schlechtes ist. Ich wohne auch in der Platte, aber es geht halt schöner. Es ist halt schöner, wenn du 2 oder 3 Kinder hast, so wie ich zum Beispiel, dass du einen kleinen Garten mit hinten dran hast. Also du kriegst ja zum Beispiel auch keinen Garten in so eine Kolonie, die werden für Schweine Geld verkaufen. Mhm. Da legst du 3.000, 4.000, 5.000 Euro hin, um so einen Garten zu haben, wo du dann auch noch eine Pflichtbepflanzung hast, wo du dann einfach mal sagst, Mensch, am Wochenende gehe ich mal raus mit meinen Kindern, ich schmeiß den Grill an. Klasi, Ben, legt mal los, spielt eine Runde Fußball. Weißt du, was meine Schwester gesagt hat? Darum geht's. Meine Schwester gesagt, der Name Klaas ist richtig schön. Ja, oder? Ja. Tina Hartmann hat noch was Interessantes geschrieben. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Guter Einwurf von Mario. Absolut, ja. Sehr, sehr, sehr richtig geschrieben. Tina Hartmann hat geschrieben, ist doch schon seit Jahren so und es ändert sich nichts. Jetzt kommt auch ein Beispiel. Mhm. Eine Freundin von mir wohnt mit 3 Kindern und Mann in einer 3-Raum-Wohnung, weil keine passende Wohnung gibt, die entweder bezahlbar oder groß genug ist. So. Also du musst ja auf der Insel Rügen, musst ja auch im Connection einfach haben. Also auch jetzt Kai und ich schauen ja auch schon seit Monaten oder ja doch seit 2 Jahren, kann man eigentlich sagen, nach einer größeren Wohnung. Ne? Wir haben eine große 2-Raum-Wohnung, da zahlen wir ja auch relativ wenig, muss man sagen. Ich glaube 633 Euro warm für 65 Quadratmeter. Ne? Das ist wirklich gut. Ja. Ne? Hast du noch ein Beispiel? Also oder hat noch irgendeiner was geschrieben? Ich glaube, das ist ein Thema, was viele auch trifft, auch wenn unsere Zuhörer zwischen 18 und 24 liegen, die meisten, aber für die wird es sicherlich auch schwer. Stell dir vor, du bist gerade fertig ausgelernt, so klassische Berufe, Krankenschwester, Zahnarzthelfer oder du bist auf dem Bau und vielleicht sogar noch alleinstehend und versuchst halt irgendwie nicht in einer Einzimmerbutze zu wohnen. Hier hat, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Pete oder Pitt Wenninger hat geschrieben, Rügen ist so ein Eldorado für Investoren, Banken, Maklern und andere Spekulanten geworden. Ja, das ist definitiv Fakt. Genehmigt von Gemeindenräten und gefördert von einem Wirtschaftsminister, der ein zweites Sylt schaffen will. Mhm. In diesem System hat ein normaler Arbeitnehmer keinen Platz mehr. Warum muss der Irrsinn von Sylt wiederholt werden? Also alle, die das nicht wissen, Sylt ist wirklich zugebaut ohne Ende, überfüllt ohne Ende im Sommer. Da hat meine Schwester ja, ich glaube, ihre Ausbildung gemacht damals. Vielleicht kann ich sie auch mal fragen, wie das im Sylt war. Mhm. Auf Sylt. Was habe ich gesagt? In Sylt. In Rügen, ne? Wie in Rügen, ja. Ja, also das ist, glaube ich, ein Thema, das könnten wir jetzt beide absolut totreden, aber ich glaube, da sind viele, viele, viele bei uns. Und ich habe auch tatsächlich vor, wenn die nächste Legislaturperiode ansteht, für die Gemeindewahlen mich für irgendwas aufstellen zu lassen. Um einfach mal einen Einblick in die Politik zu bekommen und was da drin passiert. Gibt es schon den Getränkeausschuss? Oh, das wäre der Wahnsinn, oder? Was soll denn so ein Getränkeausschuss machen? Immer das Aufnahmegetränk von uns. Proben.
Proben. Wir müssen oder saufen. Immer in ein Restaurant gehen und da alle Getränke proben. Was machen wir denn zur nächsten Folge? Also ich mit dem Booking ist es jetzt gerade schwer, muss ich dir sagen. Also Booking, oh Gott, das hört sich so professionell an. Ich habe jetzt für die nächste Folge noch keinen Gast. Wir haben ja immer Folge Gast, also normale Folge Gast. Nee, wir hatten auch gesagt, wir machen jetzt eine Call-In-Sendung das nächste Mal. Stimmt. Wollen wir Call-In-Sendung machen? Weil wir wollen einfach auch nicht vielleicht immer jede zweite Woche einen Gast, weil es ist wirklich schwierig. Das ist immer, und das immer ist auch echt Gast anstrengend, finden, ne? Weil es ist Problem, weil der Gast kann ja auch nicht immer, wann wir können. Ja. Deshalb müssen wir mal gucken, auch wenn jede dritte, vierte Woche ist, und wir sagen, aber jede zweite Woche wollen wir vielleicht probieren, eine Call-In-Sendung zu machen, weil hätten wir ja auch einen Gast. Dann machen wir nächste Woche Call-In. Sagen wir die Nummer wieder durch oder sollen die Leute uns schreiben? Nee, 0190 ist 7 mal die 6, ne? 6 mal die 6. Und ich bin genauso geil wie der falsche Ordnungsamt-Typ, der in Pins rumläuft. Ja. So frech muss man erstmal sein. Ich gehe mal davon aus, der ist morgens aufgewacht und dachte, ich brauche mal Geld für einen Döner. Für ein Eis zum Beispiel. Ne? Und dann ist er an der Seebrücke Binz lang gelaufen und hat Leute angesprochen, sie verstoßen gegen die Corona-Maßnahmen. Sie laufen zu schnell oder zu langsam. Oder sie und sind hat hässlich. Dann, was? Sie sind hässlich. Oder sie sind für Corona sogar zu hässlich. Und hat gesagt, das macht jetzt 20 Euro, weil sie verstoßen haben. Und dann hat aber eine Frau, hat sich total gewundert, hat wohl auch nach einem Ausweis gefragt von ihm, ne? Weil er meinte, er ist vom Ordnungsamt. Hat er gesagt? Hat er denn Klamotten angehabt vom also die, die haben blau auch, einfach nur, oder? Nee, oder nee, schwarz, nee, sind die, schwarz, die sind blau? Nee, das ist blau, die müssen blau. Grau. Grau. Nee, die haben so richtig auch Jacken an und die, also die sind äußerlich die auch haben schon Jacken an. Die haben auch Jacken an. Die sind schon äußerlich zu erkennen, die haben so vorne auf der Tasche steht meistens Ordnungsamt drauf und dann noch ich dachte Feuerwehr. Alter, bist du ein Hosche. Ich versuche hier gerade wieder ein bisschen Seriosität. Seriosität. Oh Jan, du bist gut mit bei sich gerade. Die haben auch so halt Sachen drauf und ich, ja, die haben bestimmt auch einen Ausweis. Naja, klar haben die einen Ausweis, müssen sie ausweisen können. Hey, selbst ich bei der, aus dem Internet aufgeklebt. Selbst ich bei der Post habe einen Dienstausweis, den ich vorzeigen kann. Aber hatte er nicht und die Frau hat dann eben die Polizei angerufen. Dadurch ist es dann... Und ist er abgehauen oder was? Hat sie gezahlt? Oh, das habe ich jetzt nicht weitergelesen. Ich habe kein auch. Abo. Warum, ey, Ostsee-Zeitung. Schneid's raus, ne? Wollen wir mal gucken, ob du mit meinem Abo auch mitlesen kannst. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Wir können das abwechseln. Nee, oder einfach mit einloggen. Ich glaube, das ist nicht IP-mäßig abgesichert. Aber hat nicht nur Romy einen Zugang? Romy kann nicht lesen. Scheiße, die guckt böse. Romy kann doch lesen. Romy hat sich letztens eine Gala gekauft. Eine Gala? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ich hatte doch über den Spleen von Rudi Karel mit den Suppen. Dass der hatte ja in Sieke so ein Suppendings drin. Und er hat gesagt, weißt du, was auch ein geiler Spleen ist? Sich einfach so ein Zeitungsabo anzuschaffen von so einer pissigen Scheißzeitung. Und sich einfach mal zu Hause hinzusetzen und eine neue Revue oder neue Post zu lesen. Und Romy hat sich echt eine Gala gekauft. Ich habe gerne bei meiner Oma auf dem Klo immer die Frau am Sonntag durchgelesen, weil da kam... Die Frau am Sonntag? Die Frau am Sonntag, oder was gab es da? Gibt's sowas? Ja, ja. Sicher. Oder eben so andere Zeitschriften. Das Goldene Blatt. Zum Beispiel, wo eben die Schlagerstars so drin waren. Das habe ich mal gerne gelesen. So die du bist echt ein Schlagertyp. Du bist ein Schlagertyp, ja. Also ich finde das cool, dass man so ein Spleen hat und sich darauf einlässt. Ich habe noch ein Thema. Na komm. Aber wie spät ist das? Ist scheißegal. Auch wenn es eine Stunde ist. Die Leute können vorspulen. Wir verlinken die alle auf Instagram und dann hören die alles ab, damit sie sich hören wollen. Ja. Okay. Am Samstag, oder ich höre immer, beim Reinigen höre ich immer Schlagerradio. Da gibt es ja ein richtiges... B2 ist jetzt weggenommen worden. Zum Frühlingsanfang... Hä? Ja, zum Frühlingsanfang haben die B2 weggenommen, ja? Weil dieses B2... war eigentlich die Abkürzung für Berlin-Brandenburg. Aber weil die schon überall zu hören sind, heißen die nur noch Schlagerradio. Ja, Schlagerradio B2. Nein, das B2 ist gestrichen. Ich habe gerade zum Geburtstag, wie du siehst, hast du ja von mir bekommen. Ja, dann guck nach, das genau. B2 ist weg. Nee, und steht bei mir in der Liste, steht bei mir in der Liste so drin. Das ist falsch. Guck auf der Internetseite von denen, das B2 ist wirklich weg. Und ist egal. Entschuldigung. Die sind in Berlin. Aber am Anfang haben die eben nur in Berlin-Brandenburg ausgestrahlt. Das sind dieses B2. Also zweimal B für Berlin, Brandenburg. Ach so, also B hoch 2. Ja, ist jetzt egal. So, und samstags bringen die immer vormittags wie so Quiz. Ne? Mhm. Und da können die Leute anrufen und raten. Und jedes Mal weiß Carla schon, wenn ich mich aufrege, weiß sie, ich höre diesen Sender, weil manche Leute total dumm sind. Da wurde eine Frage gestellt.
am Birnbaum. Ist egal. Irgendwie ja, 20, auch, ja, ja, alles 20 Birnen, ja. 5 fallen runter, 3 werden gefressen, ja. Und weiß nicht was. Ja. Wie viele Birnen hängen noch am Birkenbaum? Ja, ja. Rufen welche an und sagen, 5. Kenne ich. Oh. Weißt du, wo das eine Zeit auch wirklich kam? Auch Antenne MV. Und zwar samstags von 20 Uhr, von 12 bis 20, bis 12.30 Uhr, wahrscheinlich so lange wie die Mittagspause ist, kam diese so eine Call-in-Quiz-Sendung-Scheiße, genau, ne? Ja. Wie bei 9 Live oder wie das damals hieß. Richtig schlimm, ne? Und wo ich mich auch noch aufrege, weil manchmal, also die stellen die Fragen, manchmal spielen die aber so 2-3 Sekunden immer so Anfang eines Liedes ein. So ein Schlagerlied. Ja. Und ich erkenne die sofort. Alle Leute, die anrufen, die anrufen, erkenne ich es nicht. Und ich reg mich jedes Mal auf, wirklich. Da fällt mir der Putzlappen aus der Hand. Wirklich, und die Klobürste. Genau, da rege ich mich auf. Gut, das war's. Oh Jan, weißt du was, wir sind gerade in so einem guten Modus drin. Wir könnten noch Stunden weiter erzählen. Wir müssen aufhören. Wir haben schon wieder eine Stunde eins. Das ist der Wahnsinn. Wir stoßen nochmal an. Auf uns. Auf uns. Auf unsere Frauen. Auf meine Frau. Und ich muss nochmal... Auf meine Kinder. Eine Laudatio halten. Weißt du, woran man erkennt, dass deine Frau dich wirklich liebt? Ich hatte Geburtstag und sie steht heute Morgen extra eine Stunde früher auf, als sie eigentlich muss, um die Brötchen für meine Arbeit zu schmieren, damit ich meinen Kollegen auf meinen Geburtstag einen aufgeben kann. Und das macht man nur, wenn man sich wirklich liebt, und ich liebe sie auch. Und ich möchte einfach mal Danke sagen, weil es ist nicht sehr einfach, mit mir zusammen zu sein, und sie macht das Tag für Tag gerne, und ich hoffe, dass ich noch ganz viel lange Zeit mit ihr zusammen verbringen werde. Leider darf sie nicht Danke sagen, weil sie ist ja die ruhige Romy. Sie haben sich gerade geküsst und mir wurde ein bisschen schlecht. Gut, wir sollten uns verabschieden. Ich freue mich, es war eine total angenehme Sendung. Das ist gerade mal halb drei. Und man muss sagen, wir wollten eigentlich nur 30 Minuten aufnehmen, ne? Ja, aber wenn wir so viel, die Leute, die uns hören wollen, hören uns auch eine Stunde oder zwei. Denkt dran, Samstag, 19 Uhr, der neue Termin. Ja, das wissen die doch, weil die hören ja jetzt. Wir bedanken uns. Nächste Woche Call in. Schreibt uns an, wenn ihr uns anrufen wollt. Wir hauen nochmal die Nummer raus. Ich lade dein Handy mal wieder auf, was du mir gegeben hast. Oh ja. Existiert das noch oder hast du schon verkauft? Das ist auch über Kleinanzeigen. Ich habe jetzt so ein Alcatel One Touch Easy mit rausnehmbarer Antenne. Was war dein erstes Telefon, was du hattest? Also dein erstes Handy? Das war von Samsung. So ein ganz kleines, ich weiß nicht, wie es heißt, so ein kleines, oranges, schwarzes Samsung-Handy. So ein kleines. Ich weiß aber nicht, wer. Samsung klein, okay. Ja. Also mein erstes Handy. Keiner von den Klassikern. Mein zweites war auch wieder ein Samsung zum Aufklappen. Genau, also kein klassisches Handy. Ja. Also, kein Nokia mit Snake Note drauf. Also ja, das wollte ich gerade sagen. Das macht wieder den Unterschied. Ich muss extrem pullern. Leute, ja, aufhören. Meins war... Hat doch niemand gefragt. Ein Philips Diga, du Arschloch. Kein Problem. Da musste man noch die Antenne rausziehen und hatte noch so einen Tastenschutz davor. Ich muss extrem pullern. Gut, dann mein zweites war ein 6110. Unsage. Nein, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hier gehört habt, die Hälfte wird wahrscheinlich schon rausgeschnitten worden sein, weil wir wieder gut on by sind. Die Heiligen Drei Königinnen, danke. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Kommt gut in die Woche. Lasst euch testen. Und ich sag mal, adios, amigos, señoras. Schön mit Ö. Na ja, das ist wirklich nötig, ne? Na, bis hierher geschafft? Dann folgt den Inseltypen doch auch auf Facebook oder Instagram.